So, meine lieben Freunde des postnuklearen Zerstörungsspiels Fallout 3, ich heiße euch wieder mal herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Und in der letzten Folge haben wir ja gehört, dass ein gewisser Pinkerton uns ein bisschen mehr über die Geschichte von Rivet City erzählen kann. Und deswegen werden wir den guten Herrn jetzt mal aufsuchen. Oder werden erstmal gucken, ob er sich überhaupt aufsuchen lässt, weil er halt nicht im Schiff an sich wohnt, wie alle anderen, sondern im abgebrochenen Bug des Schiffes, den man halt jetzt so darüber hätte erreichen können, aber ich schwimme lieber dahin. Werde nochmal abspeichern und werde jetzt mal ins kühle Nass springen. Und auf geht's. Herrlich. So ein Bad im verseuchten Wasser. Bei meinem Glück werden wir bestimmt auch Meyerlurks begegnen. Die Biester, die ich ja total gut leiden kann in diesem Spiel. Würdest du... Danke. So. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir überhaupt hier lang können. Ich meine mich nämlich erinnern zu können, dass da irgendwas war. Ja. Es war sehr schwer. Ich weiß nicht, ob wir... Wie war das denn noch? Wie war das denn noch? Dietrich. 70. Ja, das werden wir noch nicht mal... Ja, das natürlich... Das ist natürlich Mist jetzt. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwie außenrum gehen können oder so. Um vielleicht noch... Ah genau, die Jagdflinte habe ich ausgerüstet. Um vielleicht noch einen anderen Weg zu finden. Das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Kann ja unter Umständen sein, dass das vielleicht geht. Ich habe das nämlich noch nicht wirklich geschafft, da reinzukommen. Deswegen, ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob das klappt. Okay, hier ist nichts drin. Weil ich glaube nämlich nicht, dass es irgendwie einen Hintereingang gibt oder sowas. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Okay, hier komme ich aber wenigstens hoch. Was mir aber auch nicht viel bringt. Ja, dann wird das jetzt halt hier so ein bisschen rumsuchen. Oh nee, ey, nee. Aha. Aha. Na, guck mal einer an. Cool, ich war... Ich war immer noch unter Wasser und hab's nicht mitgekriegt. Ja, das ist doch mal geil jetzt hier.
Ist mir doch mal direkt ein Quicksave wert. Nein! Ach du Schande! Komm schon! Nicht nachladen! Ich brauche eine andere Waffe, ich brauche eine andere Waffe, ich brauche eine andere Waffe und zwar sofort. Komm schon. Okay, alter Schwede. Das war krass. Das war krass. Das war krass. Ich kann es nur immer wiederholen. Das war krass. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Und das ist ein komplett neuer Abschnitt hier für mich. Weil ich hier, wie gesagt, noch nie war. Und natürlich übertrieben gespannt bin, was mich denn jetzt hier erwarten wird. Cherry Bomb, Cherry Bomb. Ich verwechsel eine Cherry Bomb immer mit den Zuckerbomben. So, ich glaube, von hier sind wir gekommen. Ich werde mal gucken, ob es hier weitergeht. Ja, das sieht nicht so aus. Dann werden wir einfach mal die Leiter hochklettern. Hier ist eine Menge Gas. Okay, und hier ist die eine Eingangstür. Alles klar. Moment, ich werde erstmal... So, haben wir wenigstens schon mal eine Gefahrenquelle beseitigt. Eine Splittermine, Stimpak, aufbereitetes Wasser. Okay, das ist leer. Es ist kaum zu glauben, dass das Spiel für mich dann doch noch so eine kleine Überraschung bereithält, indem ich jetzt per Zufall diesen... Unterwassereingang gefunden habe. Drei Nuka-Colas, die ich auf jeden Fall sehr gerne mitnehme. Ist das hier ein Vorkriegsbuch? Nee. Okay, hier ist kein Gas. Nein. Achtung, nee, nee, nee. Zum Glück früh genug gesehen. Die Tür wird von einer anderen Stelle aus aktiviert. Das ist so ein Scherz. Ach so. Hallo? Glaube nicht, dass hier noch jemand lebt. Erfordert Schlüssel. Wow. Hallo. Wie zum Teufel sind Sie hier reingekommen? Ich glaube, Sie sind gar nicht schlecht, wenn Sie es lebendig bis hierher geschafft haben. So, jetzt sagen Sie mir doch mal, wieso Sie einen alten Mann belästigen, der eindeutig seine Ruhe haben will. Na, schießen Sie schon los. Okay. Was machen Sie hier im heruntergekommenen Teil des Schiffes? Hier wohne ich. Hier mache ich meine Arbeit. Außerdem ist es sehr weit von Dr. Lee und diesen als Wissenschaftlern verkleideten Affen entfernt. Sie haben meine Verteidigung überwunden. Sie sind also kein Dummkopf.
Da Sie mich nicht getötet haben, denke ich, dass das nicht Ihr Ziel ist. Gut, Sie können sich hier aufhalten, wenn Sie dies möchten. Aber fassen Sie bitte nichts an. Okay, Doki. Welche Art von Arbeit wird hier drin verrichtet? Ich biete beste Schwarzarbeit an. Nun, da Sie es wissen wollen, ich bin Elektriker und Computerexperte und eine Art von Chirurg. Der begabteste Wissenschaftler, den es gibt. Ich bin der Mann, der Rivet City überhaupt erst zum Laufen gebracht hat. Interessant. Danach haben mich Lee und ihre Bande von Handlangern rausgeworfen. Projekt Purity. Was für Idioten. Die können doch nicht einmal Wasser reinigen. Okay, erzählen Sie mir über die Geschichte dieser Stadt. Was? Ich habe wirklich Besseres zu tun, als über die hinterhältige Meute da oben zu quatschen. Jetzt hauen Sie ab. Man sagt, Sie sind der Einzige, der weiß, wie Rivet City wirklich entstand. Ha. Hört sich an, als ob Sie schon gut herumgeschnüffelt haben. Bin überrascht, dass sich diese Nulpen überhaupt an mich erinnern. Vielleicht lachen Sie noch darüber, wie Sie mich damals aus dem Rad gedrängt haben. Aber Sie können die Dinge richtig stellen. Sie waren also Mitglied des Stadtrats? Kaum zu glauben. Nun, glauben Sie es oder machen Sie eine Fliege. Übrige Einheiten des Marineforschungsinstituts haben dieses Wrack vor 40 Jahren von Meyer Lurks befreit. Wir waren auf der Suche nach neuen Laborräumen und dieser Bolzenhaufen verfügte zufällig über eine gut erhaltene Wissenschaftsanlage. Alles andere ist einfach um dieses Labor herum entstanden, sobald es in Betrieb war. Das Wissenschaftsteam wurde von einem H. Pinkerton geleitet. Dann waren Sie also einmal verantwortlich. Wie sind Sie dann hier unten gelandet? Alles nahm dann aber vor etwa 18 Jahren ein Ende, als diese ehrgeizigen Verleumder Lee und ihr kleines Team auftauchten. Sie kam mit diesem Hirngespinst, dem Projekt Purity. Und alle meine Leute arbeiteten plötzlich mit ihr zusammen, diese Verräter. Sie nahmen sich sogar meinen Sitz im Rat. Was soll's, ich war ohnehin froh, da rauszukommen. Aber die Stadt verlassen, die ich groß gemacht habe, nie. Gibt es einen konkreten Beweis dafür? Natürlich habe ich Beweise. Ein guter Wissenschaftler behält immer den Überblick über seine Daten. Hier. Wahrscheinlich haben Sie es schon vergessen, aber ich habe die Aufzeichnung der ersten Ratssitzung noch. Nehmen Sie sie, wenn Sie Ihnen helfen. Zack. Sehr cool. Sehr cool. Die wahre Geschichte von Rivet City erfahren. Bam. Seien Sie immer auf der Hut. Auf jeden Fall. Das heißt, wir haben Moira... diese Aufgabe von Moira mehr als gut gelöst und beendet. Hä, was denn? Ich mach doch nichts. Ich gucke nur. Zack. Zack. Mir jetzt egal, dass ich hier ein bisschen Karma verliere, aber ich muss mich hier dran bereichern. Ich bin den ganzen Weg nicht umsonst gegangen. Okay, das können wir nicht gebrauchen. Und wenn er schon hier in so einem Saustall lebt und so viel von dem ganzen Kram hat, dann wird er es eh nicht vermissen. Das Stimpack nehme ich mir noch mit. Das. Das war knapp. Na gut, aber wir haben jetzt was über die wahre Geschichte von Rivet City herausgefunden. Und das ist eigentlich mehr, als ich wollte. Und das ist auch genau das, was ich mir als Ziel gesetzt habe für diese Session. Das heißt, wir werden uns jetzt zurück auf den Weg nach Megaton machen und können auch endlich dieses Rumgefrage von Moira abschalten. Komm, wir machen hier wieder alles zu.
Dann hat der Pinkerton seine Ruhe. Ich weiß gar nicht, können wir die Türe jetzt... Oh, hier ist noch was. Nee, können wir nicht. Das heißt, wir müssen wieder... Oh! Alter Schwede! Eine 44er Magnum. Jetzt können wir hier raus. Perfekt. Ah, es lohnt sich aber immer noch so ein bisschen, sich umzuschauen. Und das heißt für uns zum Abschluss der Folge ab nach Moira. Und der sagen, was wir über Rivet City rausgefunden haben. Noch ein paar Sachen verkaufen. Vielleicht noch ein paar Sachen für unser Haus kaufen. Ja. Viel fehlt, glaube ich, nicht mehr. Mal gucken. Hey Moira. Ist es Ihnen gelungen herauszufinden? Und wie? Nach langen Nachforschungen kenne ich nun die wahre Geschichte von Rivet City. Aha. Herumfragen allein ist nicht genug, stimmt's? An gute Informationen kommt man doch immer nur durch harte Arbeit. Erzählen Sie mir alles über die Stadt. Intelligenz war mal eine Forschungsstation und wurde zu einer Wissenschaftsoase. Stärke, sobald die Meyerlurks wegfahren, zogen die Wissenschaftler und die anderen ein. Angesichts des geschützten Standorts und der durch wissenschaftliche Fortschritte erzeugten Ressourcen kann ich das schnelle Wachstum nachvollziehen. Grips bringt reiche Früchte, wie? Apropos, hier, fürs nächste Mal, wenn Sie auf Draht sein müssen. Ach, und ich lasse die Kaufleute von Rivet City wissen, dass sie im Buch positiv erwähnt werden. Dafür lassen sie vielleicht einen Rabatt springen. Tada! Perfekt. 5 Mentats hinzugefügt. Ich bin bereit für weitere Recherchen über das letzte Kapitel. Ich muss einen Abschnitt über die Arbeit mit alter Computerelektronik verfassen. Es gibt also auch so einiges in der Robco-Produktionsanlage zu tun. Da draußen gab's mal eine riesige Bibliothek. Ein ganzes Gebäude voller Bücher. Sie müssen dort für mich Informationen sammeln. Und das wäre der Plan für das letzte Kapitel. Was darf es also sein? Ich glaube, wir werden erst das hier machen mit dem Robco-Werk, weil ich das, glaube ich, schon entdeckt habe. Der Einsatz alter Technologien klingt interessant. Ja, nicht wahr? Ich habe fast nur mit Schrott zu tun. Aber ein Händler gab mir dieses Robco-Prozessorgerät. Er sagte, es sei ein Vermögen wert. Er sagte, wenn man dieses Gerät an den Zentralrechner im Robco-Werk anschließt, erhält man Zugang zu allen möglichen Robotern. Das wäre ein tolles Beispiel dafür, wie man Technologie nutzen kann, nicht wahr? Auf jeden Fall. Einfach rein und das Ding mit dem Zentralrechner verbinden? Kann ich machen. Es sollte möglich sein, das Gerät in der Robco-Produktionsanlage an den Zentralrechner anzuschließen, um Zugriff auf Roboter und Terminals zu haben. Gut, hier. Und halten Sie die Augen offen nach anderen Beispielen dafür, wie Sie alte Technologien da draußen für sich nutzen können. Alles klar. Dann wollen wir nochmal hier ein bisschen was gucken. Sehen wir uns mal Ihr Angebot an. Schauen. So, die hat auch wieder was Neues gekriegt. Die werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Boah, das chinesische Sturmgewehr ist in einem ganz schön miesen Zustand. Also den habe ich ja aus Versehen eingepackt. Die Splitterminen. So. So, die Mentats. Weil ich keine Drogen nehme. Die packen wir uns in den Automaten. Das können wir noch wegbringen. Das kann sie haben. Perfekt. 5mm Schuss. Haben wir schon über 1000 Waffen. Was hat sie denn an Waffen? Auch ein Lasergewehr und das ist günstig. Das nehmen wir uns direkt mit. Noch ein Kampfhelm. Oh, eine Metallrüstung. Schadenswelle 14. Die hat 16, ne? Ach, 23, ja gut. Stimpaks.
brauchen wir nicht. Haben wir schon die Jukebox? Komm, wir kaufen uns sie einfach. Okay, akzeptieren, beenden. Gute Jagd. Ich muss jetzt gehen. Passen Sie gut auf sich. Gut, dann gehen wir nochmal ganz schnell nach Hause und dann beenden wir die Folge und dann war's das auch schon wieder für die Aufnahmesession. Haben wir eigentlich ganz gut was geschafft, wie ich finde. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Drückt die mir nicht normalerweise immer irgendwas in die Hand? So, da haben wir ja keine gefunden. Wo haben wir denn jetzt die Jukebox stehen? Da. Ah, alles klar. Sich selbst heilen. Verletzte Körperteile wiederherstellen. Und alle Rats entfernen. Perfekt. So. Mein erstes Labor hat ein neues Gemisch hergestellt. Okay. Was heißt das jetzt? So, mal gucken, ob der Infotext da oben gleich steht. Strahlenbelastung ist zurückgegangen, Erkrankung ist vorüber, gesamte Strahlung entfernt. Sich selbst entgiften. Stimpak hinzugefügt. Sie wurden vollständig entgiftet. Okay. Dann sind wir erstmal alle mitgeführten Nuka-Cola-Flaschen in die Kühlung geben. 3 Nuka-Cola entfernt. So, hier haben wir diese ganzen Holo-Band-Dinger, Jukebox, Gedöns, ihr wisst schon. Dann Blutpakete haben wir, glaube ich, keine. Doch, eins. Altmetall tun wir jetzt erstmal hier rein, können wir wieder ein bisschen sammeln. Noch ein Vorkriegsbuch. Passt also auch. Der Raum hier für einen Sinn erfüllt, weiß ich bis heute noch nicht. Was geht ab? So. Dann wollen wir nochmal ganz kurz nach den Waffen gucken. Die können wir noch miteinander reparieren. Das behalten wir auf jeden Fall. Die Jagdflinten sind beide in Ordnung. Das Sturmgewehr können wir wegpacken. Sind eigentlich echt super gut ausgerüstet erstmal. Das passt alles. Das passt alles. So, den ganzen Kram noch miteinander reparieren. Passt. Passt. So, liebe Leute, dann verabschiede ich mich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich würde mal sagen, bis nächste Woche, wenn ich dann wieder eine neue Session aufnehme. Bis dann. Ciao, ciao.